Das Wichtigste wird in dieser Branche wie vor 1000 Jahren immer noch mit der Hand erledigt. Bei Levitzfisch werden in diesen Tagen die letzten Karpfen aus den Teichen geholt, um bei uns auf dem Weihnachtstisch zu landen. Bei etwa plus 2 Grad Celsius draußen spüren die Männer keine Kälte. Bei ihnen geht die Arbeit gerade in die heiße Phase. Denn ihr Arbeitsfeld in der Nähe von Neustadt-Glewe hat die Gesamtgröße von sage und schreibe 750 Hektar Wasserfläche in 32 Produktionsteiche geteilt. Die ersten Teiche wurden hier 1897 angelegt. Das waren damals 20 Hektar von heutigen 750 Hektar. Die Teiche sind in den letzten 100 Jahren praktisch, die Teichfläche ist erweitert worden zwischen den Weltkriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg und war Ende der 50er Jahre auf die jetzige Größe angewachsen. Vor 3 Jahren war hier der Agrarminister Dr. Till Backhaus zu Besuch. Die Süßwasserfischerei ist ein wichtiger Bestandteil der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Allein bei Levitzfisch sprechen die Zahlen für sich. Die aktuelle Karpfenernte beträgt 240 Tonnen. Es sind knapp 70.000 ausgewachsene Fische. Über 1 Million kleine Karpfen werden in den 7 Überwinterungsteichen noch eine Weile wachsen müssen. Denn die Fischzucht unterscheidet sich grundsätzlich von der Tierproduktion an Land. Ja, die Karpfenzucht ist etwas insofern besonders, als es sich erst einmal um wechselwarme Tiere handelt bei den Fischen. Das heißt, sie wachsen nicht das ganze Jahr über, sondern nur in den Sommermonaten. Sie sind also wärmeliebende Fische. Und wir brauchen, um einen Karpfen vom Larvenstadium bis zum Speisefisch zu bringen, mindestens 4 Jahre. Da ist der Fisch also dann erst auf die Marktgröße von so etwa 2 Kilogramm abgewachsen. Mit etwa 4 Jahren und mit 2 bis 4 Kilo Gewicht sind die Karpfen reif genug für die Weihnachtsfeier. Die Abnehmer aus ganz Norddeutschland klopfen bei Levitzfisch ununterbrochen an die Tür. Von Schleswig-Holstein über Hamburg bis nach Niedersachsen. Für das Heimatland bleibt natürlich auch einiges übrig. Immer mehr Verbraucher wählen Fisch für das weihnachtliche Festmahl. Das besagt die Statistik. Der größte Vorteil? Keine Chemie und keine Antibiotika im Karpfenfleisch. Es handelt sich um ein reines Naturprodukt. Also die Fische sind, so muss man sagen, ein reines Bioprodukt, weil die Fische nur allein von der Naturnahrung in den Teichen wachsen. Wir füttern zwar Getreide dazu, aber das unterstützt das Wachstum nur. Vom Getreide allein würden die Fische nicht groß werden. Sie wachsen von dem Eiweiß, von der Naturnahrung, die in den Teichen während des Sommers aufkommt und erreichen so ihren Gewichtszuwachs. In ganz wenigen Tagen wird die Karpfenernte bei Levitzfisch abgeschlossen sein. Dann herrscht die Winterruhe über den Teichen. Doch bis dato müssen die Fischer noch richtig Gas geben.